Es geht heute weiter mit dem Bob-Simulator. Was haben wir noch heute zu tun? Ich habe jetzt bewusst die Route natürlich jetzt abgebrochen, mehr oder weniger. Ist jetzt auch relativ egal, weil. Oh, guck, der Bus, weiß ich gerade, wie das war. Also gerade automatisch. Selbst wenn es wurscht. Wir haben die Aufgabe ja geschafft. Ein Zahltag auf der Route zwischen Wirspeiche, Ostspeiche, Sockerplatz und Zeller mit Forschungsrunde. Das war mal gerade so nebenbei. Ich gucke gerade mal in die Haltestellenplan. Ja, das wäre tatsächlich, ich würde mal Wäschspeicher, Ausspeicher, Stockerplatz. Wäschspeicher, ja, die hätte das tatsächlich alles sogar drin. Dann müssten wir eigentlich doch mal die Route 3 fahren. Wäschspeicher, Ausspeicher. Das heißt, wir fahren mal die Route 3 und dann sind wir tatsächlich schon soweit, diese Mission abzuschließen. So, wir haben eine Wahl zwischen dem MAN, dem Line City A48. Oder dem Citaro. Alles andere können wir doch nicht. Ich guck grad. Doch, wir haben noch einen Setra hier. Aber ansonsten. Ich glaube, ansonsten sind es halt dieselben. Ja, es sind halt dieselben Busse wie wir auch beim Vorgänger. Wir gucken gerade mal rein, was wir kaufen wollen. Wir haben Citaro haben wir ja schon. Wir haben mal gesponsert bekommen. Ich guck gerade, was wir hier kaufen können. 158.000. Nee, wir nehmen erstmal die Light City. Der kostet 100.000. Wir brauchen jetzt keine mega große Sprünge zu machen. So. Dann kaufe ich natürlich den Bus. Lichtfunktion. Schalldämpfer an. So, ich nehme mal gerade ein bisschen. Ich muss mal gerade so ein bisschen Anlauf nehmen. Beziehungsweise den Bus mal richtig. Ja, nicht, dass wir den schon auch einfach mal wieder beschädigen. Jawohl! Wir kaufen einen neuen Bus. Vergrößern dein Unternehmen. Verdoppeln heißt diese Mission. Wir werden sie mit dem immer hinfahren. Und sollen, warte, was soll ich kriegen? Zahltag und 25 Fahrgäste, okay. Wir haben alle Haltestellen mit drin. Gut, dann wissen wir zumindest, was wir zu tun haben. Jetzt wissen wir zumindest ein bisschen, was wir zu tun haben. Die nächste Haltestelle ist die Nordspeicher. Also das ist jetzt eigentlich auch nicht schwer zu schaffen. Also die Anfangsmissionen sind so relativ easy. Am Anfang klar, ich kenne mich jetzt ein bisschen mittlerweile aus hier in dem Ding im Spiel. Und auch in der ganzen Welt. Und, ja. Freue mich, dass ihr weiterhin am Start seid hier beim Bus Simulator 21 mit der zweiten Map, dem Start der zweiten Map. Hier in Seaside Valley, euer freundlicher Busfahrer von dem Mann. Ja, ich bin wirklich Busfahrer. Also wie gesagt, ich kenne mich ein bisschen von der in der ganzen Welt, wird geschehen hier ein bisschen raus mit dem Bus-Simulator und mit Bus und alles drum und dran, was da so ein bisschen dazugehört. Sollte das eigentlich kein Problem sein. Versuche euch die einzelnen Missionen zu erklären. Also wie gesagt, Freitag. Und gut, das war jetzt prima. Und dann fahren wir zum Konzert im alten Sägewerk. So. Gut, fangen wir an. Zu den Klinikern, Tageskarte. Nordspeicher. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viel es sind, aber es wird jetzt wahrscheinlich relativ zeitnah sind. Wir brauchen hier nur 5-6 Leute pro Haltestelle, dann sind wir dann zeitzügig durch. Aufpassen, dass wir nicht hier zu nah an die anderen Autos ranfahren oder beziehungsweise an das Hindernis. Ich glaube, das habe ich eh mitgenommen schon.
Wir nehmen den Limiter mit rein, damit wir nicht, also die Tempomat mit rein. Nein. Auf Deutsch heißt es Geschwindigkeitsregler. Wie gesagt, ich selber, ich bin Busfahrer. Wir nennen es Limiter. Und dann wisst ihr ungefähr, was ich meine. Limit, also Regeln, beziehungsweise begrenzen. Dann wisst ihr ungefähr, was ich meine. So, der nächste Fahrgast bitte aussteigen auf der Südspeichel. Ich hoffe, dass da schön viele stehen, umso besser. Dann hat man das zeitnah erledigt, den ersten Teil. Irgendwie müssen Leute gerade den Zeittag. Der Zeittag ist ja kein Problem. Warum ich immer noch in der Nacht fahre, weiß ich nicht. Hätte ich eigentlich am Tag fahren sollen. Aber ist egal. Fahr weiter in der Nacht. Erste Teil ist schon erledigt. Wird natürlich schon rausgekommen, Mensch. Wir nehmen es mit. Boah, ist das kalt heute Abend. Wenigstens ist der Bus geheizt. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Und die 55 Fahrgäste haben auch im Zug erledigt. Die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit. Ich muss mich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer. Und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin und zurück zu bringen. Okay. Ja, wir haben die Missionen sehr, sehr schnell alle erledigt. Das habe ich eigentlich nicht gedacht. Wir fahren die Route noch in Städte zu Ende und dann muss ich hier schon die Folge beenden, mehr oder weniger. Und dann zeige ich euch die nächste Folge schon, nächste Mission schon in der nächsten Folge. Sonst dauert es immer zu lange. Ich werde versuchen, so weit wie möglich eine Mission pro Folge zu machen, wenn sie auch mal kürzer sind. Die Anfangsfolge hat natürlich 40 Minuten gedauert. Das hat natürlich immer ein bisschen was zu tun. Ist klar, ist viel zu tun. War für 7 Teile. Hier wird wahrscheinlich etwas kürzer sein, aber ist dann halt so. Sag ja, kein Problem. So. Stockerplatz. Ist da. Wir haben uns zwei neue Busse freigeschaltet, nur sind nebenbei, gerade. Ich bin der Fahrgast, hat die Tür blockiert? Zu meiner Zeit. Aber ist auch weiter. Nicht einfach Honig von Daniel. Jetzt hatte ich hier wohl einer eingeschlafen gerade. Nö, aber Schwarzfahrer. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Und noch einer. Ernsthaft? Zwei Stück auf dem Vierer? Nein. Klar. Die Karte ist letztes Wochenende abgelaufen. Klar, hier. Hier ist sie. Hier. Wo hab ich denn... Hier, bitte. Okay, aber dann ist auch erledigt. Können wir hier so ein, oder? Sie waren schon bei mir. Ah, nee, warte, die habe ich schon kontrolliert. Okay. Aber wir haben. Ich habe gelesen, Sie haben eine Folge von Winter der Leidenschaft in Sonnstein gedreht. Okay. Wie gesagt, wenn das ein bisschen zu lange dauert mit den Fußgängern, dann einmal kurz hupen. Normalerweise rennen sie dann. So. Es könnte sein, während dieser Folge, wo es mir schon läuft, dass mittlerweile schon wieder ein neues Projekt bei mir auf dem Kanal läuft. Was aber auch nicht jeden Tag zu kommen, sondern sporadisch. Weißt du etwas über das Jazzfestival? Ich habe gehört, die Besetzung soll toll sein. Überhaupt nicht meine Welt. Ich hole jeden Tag nach dem Unterricht Pizzen von Doris.
so, das Media Center. Wir nehmen sogar schon mit, dass wir die Routen einbauen können. Hi! Hoffentlich ist das der richtige Bus. Ich will nicht in Port Ember festhängen. So weit fahre ich doch gar nicht. Oh, ist jetzt selber schuld, wenn es der falsche Bus ist. Ich brauche eine Fahrkarte. So. Alles ungesund. Koch selber. Sagte ich. Ich bin auch so jemand, der jetzt gerne Fastfood ist. So. Wahrscheinlich doch nicht. Aber in der nächsten Folge geht's schon wieder mit der nächsten Mission weiter. Klar, ich habe in der letzten Folge natürlich die letzte abgebrochen, die letzte Runde, aber ist jetzt auch nicht besonders. Das ist ja das gleiche mehr oder weniger, was wir jetzt hier auch fahren. Daher ist es nicht schlimm. Wir nehmen schon das alles mit dem Ausbau, weil wir weiß, dass das dann irgendwann nochmal passiert. Level 140! Habe ich den Ofen ausgemacht? Ich hätte gedacht, dass wir heute wieder bei Level 1 stoppen. Nein, tun wir nicht. Level geht weiter, aber die... Das Spiel schon ist der neue. Gut zu fahren. So. Absolut pünktlich. Danke sehr. Hey! Ich habe gerade was ausgemacht. Ich bin völlig durch. Wie gesagt, wir nehmen es mit, soweit es so wie möglich ist, damit was zügig erledigt. Damit wir es irgendwann erledigt haben. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. So. So, nächste Haltestelle ist das Forschungszentrum. Chef, du hast Vorfahrt, du kannst los. So, und die letzte Haltestelle ist das Forschungszentrum, wie gesagt. Und dann haben wir es soweit die Aufgabe geschafft hier. Und auch die Mission erfolgreich geschafft. Super.
Ich habe mich bewusst ja mit der Amerika-Map erst beschäftigt in diesem Spiel, weil wir das Seaside Valley schon mal dann 2018er angeschnitten haben. Das Ding ist jetzt quasi mehr oder weniger fast dasselbe, aber halt ein bisschen überarbeitet. Ist aber nicht schlimm. Fahren wir es halt nochmal. Und diesmal ziehen wir es auch komplett durch. Am 18er habe ich es gemeint, ist es nicht durchgezogen. Da habe ich dann immer abgebrochen. Jetzt hier können wir natürlich ohne Probleme alles angehen. Geschafft, liebe Leute, die Route ist beendet. Gut, und die Folge auch. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Und das war die Maradichos, aber schützen wir zu. Und ich verschwinde mal hier. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und ja, ich habe keinen Bock mehr. So, und wir machen dann mit dem nächsten bisschen weiter. Und zwar ländlich gelegen ist diese Aufgabe. Naja, schauen wir mal. Ich habe eine Route mit mindestens 7 Meilen, das haben wir schon erledigt. Das ist nämlich diese, die wir gerade gefahren sind. Aber den Rest schaffen wir schon irgendwo. Bis dahin. Tschüss.